Und wieder einer dieser unscheinbaren Läden direkt an der Getreidegasse. Bestimmt 100 Mal bin ich hier schon vorbeigelaufen, wenn ich gewusst hätte, was sich dahinter verbirgt. Das ist ja ein Geräusch, das einem durch Mark und Bein geht. Ja, es ist einfach so ein richtiger alter Handwebstuhl aus Holz. Die sind einfach in dieser Lautstärke. Nicht? Wenn man da die Stiegen heraufkommt, da glaubt man, hier passiert weiß Gott was. Da werden ganz harmlose Teppiche gewebt. Harmlose Teppiche. Ja. Aber diese Lautstärke kommt daher, dass man sehr fest anschlagen muss, dass die Teppiche sehr fest werden. Weil sonst wären die sehr locker und das wäre der Qualität sehr abträglich dann. Jetzt wird wieder angeschlagen und das Fach gewechselt. Dann wird durchgeschossen und wieder blauer Faden eingelegt, der ein bisschen dicker sein soll. Wie lange machen Sie das denn schon? 18 Jahre. Macht mir viel Spaß. Und was macht für Sie das Weben aus? Das ist ja doch ein sehr archaisches Handwerk, wenn man das zum ersten Mal sieht. Sie stehen da und dieses wilde Geräusch und so. Ja, mir gefreut die Arbeit, ja. Man muss halt eine Liebe zu dem Ganzen haben. Mhm. Dann passt das alles. Das heißt, Sie genießen das, wenn Sie hier am Webstuhl sind? Ja, schon. Ja. Schon. Ja. Man muss eh auch aufpassen, so wie da. Also, dass man eben das nicht vergisst, so da das Doppelt einlegen. Man muss schon den Kopf beieinander haben. Das ist klar. Aber das ist bei jedem Beruf so. Eine Werkstatt im Verborgenen, ein Loch in der Zeit, ein geheimes Paralleluniversum. Das Krachen beim sogenannten Anschlag gibt hier den Ton an. Was für ein Wohlklang, verglichen mit den Lauten der lärmenden Touristengruppen. Jetzt die verglichen kleine Variante. Das ist der kleinste, den wir haben im Haus. Ja. Mhm. Da werden Musterteppiche gewebt. Sieht ja fast aus wie ein Kinderwebstuhl. Ja, fast, aber er ist wirklich für Erwachsene. Also ich habe da locker drin einen Platz, wenn ich mich da so reinsetze. Wie alt ist jetzt dieser Webstuhl, an dem Sie da sitzen? Der dürfte so 120 Jahre sein, ungefähr. Wann der sind war, Sie zum ersten Mal gesessen an einem Webstuhl? Ja, ich glaube so mit 4, 5 Jahren. Bei meinen Eltern, wissen Sie, da möchte man das auch immer probieren. Und ja, so bin ich dann zur Weberei gekommen. Das war bei uns Familientradition.